Wir befinden uns im Jahr 2049 und wir vom Ökoinstitut haben uns jetzt im Rahmen dieses Projektes folgende Fragen gestellt. Zunächst natürlich, wie werden wir eigentlich leben? Welche Rohstoffe werden wir benötigen? In welchen Mengen werden wir sie nachfragen? Und wie fair wird unsere Rohstoffversorgung sein? Und welche Umweltbelastungen sind mit unserem Rohstoffbedarf verbunden? Das sind alles Kernfragen, die wir versucht haben, in unserem Projekt anzugehen. Ich werde jetzt beginnen mit meinem ersten Vortrag. Zunächst mal ein bisschen die grundsätzlichen Fragen. Es ist ja schon vieles in den Eingangsreden gesagt worden. Ihnen zu vermitteln, das heißt, wie sind wir vorgegangen? Worauf haben wir uns konzentriert? Nach der Diskussionsrunde wird dann meine Kollegin Frau Degreif stärker noch mehr Ergebnisse und konkrete Maßnahmenvorschläge Ihnen präsentieren. Zunächst möchte ich Ihnen das Projektteam vorstellen. Es ist ein Projekt, was von allen Kompetenz- und Fachbereichen des Ökoinstituts gespeist wurde. Das ist eigentlich nur das Kernteam. Wir haben natürlich auch im Rahmen des Ökoinstituts von vielen Seiten wichtige Informationen, Hinweise bekommen, ob das jetzt von der Mobilitätsseite ist oder zum Konsum und vielen anderen Fragen. Und möchte hier auch nochmal beim Vorstand, Ökoinstitut und Geschäftsführung bedanken für die Unterstützung. Wir haben 2 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Was hat uns eigentlich zu diesem Projekt motiviert? Das ist ja schon gesagt worden. Ich glaube, das ist auch in der Zeitreise ein bisschen deutlich geworden. Rohstoffe sind überall. Entweder wir befinden uns gerade in transformierten Rohstoffen in einem großen Gebäude, Megacities, Energieversorgung, aber auch die Schattenseiten, ob das im Primärbergbau ist, im Kleinbergbau hier oben links oder, das ist ein Foto von Kollegen Mannhardt aus Akpo Bluschi in Ghana, beim Kupferrecycling, in dem die Kabel einfach offen abgebrannt werden mit verheerenden Folgen. Das heißt, eine komplexe Materie und viele Herausforderungen, Fragestellungen. Warum eigentlich unser Projekt? Es gibt doch schon so viele Initiativen. Wir haben einfach mal hier auf der linken Seite so ein paar Akronyme, Kürzel von wichtigen Dialogen. Es hätten noch viele mehr sein können auf nationaler, regionaler, internationaler Ebene. UNEP, aber auch Unternehmen sind aktiv. Und natürlich arbeiten wir schon seit Jahren, man darf auch sagen seit Jahrzehnten in diesem Bereich, in vielen Projekten mit, ob es jetzt um wichtige Recyclingfragen geht oder um Substitution von möglichen kritischen Metallen in Umwelttechnologien, um Fragen des nachhaltigen Bergbaus. Wir hatten uns aber gedacht, es ist einfach mal Zeit, dass wir so ein bisschen größeren und umfassenden Wurf machen, also ein Projekt so ein bisschen aus der Helikopterperspektive, wo wir aber auch immer wieder runtertauchen und mal konkreter werden und dann entsprechend strategisch Vorschläge entwickeln. Das sind so die wesentlichen Eckpunkte unseres Projektes, wie wir vorgegangen sind. Wir wollen also Beiträge, einen Beitrag für die Diskussion und natürlich hoffentlich auch langfristige Umsetzung für eine Rohstoffwende für Deutschland liefern. Das heißt, wir konzentrieren uns in diesem Projekt auf den Verbrauch in Deutschland, sowohl durch uns als Konsumenten als auch durch die Wirtschaft. Natürlich wäre es für mich als Wissenschaftler auch mal ein Traum, so ein Weltprojekt zu machen, aber das kann ja noch kommen. Und es ist schon komplex genug, was wir betrachtet haben. Natürlich betrachten wir auch die Rohstoffketten, die durch unseren Verbrauch im Ausland tangiert werden. Das wurde ja schon mehrfach angesprochen. Wir halten es wichtig, dass rohstoffspezifische Ziele aufgestellt und entwickelt werden. Dafür brauchen wir geeignete Indikatoren, damit wir dann zu geeigneten Lösungen und Maßnahmen kommen. Und als Wissenschaftler arbeiten wir sehr oft, und das hat sich bewährt, an einem Szenario, mit der Szenariotechnik. Das machen wir im Klimaschutzbereich, im Verkehrsbereich, in nahezu allen Sektoren, wo wir arbeiten. Und diese Szenarien, da gibt es oft auch gerne ein Missverständnis. Da sagen wir nicht, das sind Prognosen, das ist ein Unterschied, sondern wir schauen, was ist denn so, das ist Business as usual. Wie wird sich denn das weiterentwickeln, der Rohstoffbedarf und die Umweltbelastungen und sozialen Implikationen, wenn so die erkennbaren Trends einfach weitergehen? Und wie sieht es im Gegensatz dazu aus, wenn man umschalten will, eine Wende erreichen will, also die negativen Effekte, ob jetzt ökologisch, sozial oder auch ökonomischer Natur,
die reduzieren wollen. Was ist möglich? Wie weit, was muss man dafür annehmen? Wie muss man das weiter konzentrieren? Und was ist tatsächlich in gewissen Zeithorizonten erreichbar? Und daraus kann man natürlich dann realistische Ziele bilden, die aber durchaus ambitioniert sein sollen. Das ist also jetzt der grundsätzliche Ansatz. Hier nochmal etwas weiter konkretisiert, so Bausteine. Das Problem bei den Rohstoffen ist ein bisschen, das hat auch die Debatte schon der letzten zwei, drei Jahrzehnte gezeigt, dass da oft vieles zusammengeworfen wird. Da wird Kies mit Quecksilber und Kobalt mit Zement, das geht natürlich nicht, hat der Herr Seile ja auch schon gesagt. Wir müssen hier genauer schauen, das heißt, das ist ein bisschen komplizierter, aber das ist ja auch die Herausforderung an uns. Das heißt, wir schauen uns das erstmal genauer an, die Rohstoffe, und haben dann geguckt, wo sind denn eigentlich wirklich die Probleme. Die Probleme sind natürlich nicht gleichermaßen, je nachdem, von was wir reden. Das werden wir nachher noch genauer sehen. Bei den Rohstoffen ist auch das Interessante, wir haben ja natürlich eine Nachfrageseite, das heißt, wie viel wird denn überhaupt nachgefragt von uns als Konsumenten oder der Wirtschaft konsumiert, wie sind da die Trends, ändert sich da was oder wie ist das beeinflussbar, ist das überhaupt beeinflussbar, und natürlich auch die Angebotsseite, also wie effizient sind die Produktionsketten, angefangen beim Bergbau über die Verarbeitung und dann sozusagen zu der Herstellung der Endprodukte, wo sind da noch Effizienzpotenziale und so weiter. Und natürlich spielt Recycling dann auch eine wichtige Rolle, die Beiträge. Wie gesagt, wir entwickeln daraus Ziele. Und wir brauchen natürlich für die Umsetzung mittellangfristig dafür Maßnahmen, Instrumente. Da geht es dann zum Teil dann sehr in die tiefere Ebene rein. Das ist natürlich auch oft ein längerer Prozess. Und man muss natürlich auch eine Art Erfolgskontrolle haben, von Zeit zu Zeit, um zu schauen, entwickeln sich die Trends überhaupt so, wie wir uns das vorher gedacht haben, oder gibt es da ganz neue Effekte, müssen wir unsere Szenarien neu justieren und das ganze Instrumentarium. Das heißt, das ist wichtig, hier regelmäßig zu schauen, was ist erreicht worden und wo muss man vielleicht sich noch mehr anstrengen. Es ist Zeit für neue Ideen aus unserer Sicht. Die nächsten Punkte, die ich so ein bisschen bringe, sind vielleicht zunächst mal ein bisschen Wasser in den Wein, soll aber einfach noch mal deutlich machen, welche große Herausforderung so eine Rohstoffwende jetzt für so einen Zeitraum 2049, Mitte des Jahrhunderts, das hört sich ja sehr lange an, ist es aber gar nicht, das sind ja nur ein bis zwei Generationen. Und vieles, was heute schon festgelegt wird, steht dann möglicherweise da auch noch. Also es ist eigentlich gar nicht so ein langer Zeitraum. Wenn man das zum Beispiel mit dem Klimaschutz Energie vergleicht, wo man diese sehr ambitionierten Ziele haben für Deutschland, muss man sagen, wir können das nicht eins zu eins auf die Rohstoffe übertragen. Es gab ja immer mal so Vorschläge, Faktor 10 und dergleichen. In Einzelbeispielen ist das vielleicht im Effizienzbereich tatsächlich manchmal erreichbar, aber natürlich nicht im großen ganzen Bild. Es ist eine viel größere Herausforderung. Wir werden das sehen. Es gibt Möglichkeiten, ambitioniert bis Mitte des Jahrhunderts Bedarfe zu verringern, auch Umweltbelastungen und negative soziale Effekte zu verringern, deutlich, aber von Faktor 10, das müssen wir zumindest, sagen wir mal, dann auf die weitere Hälfte des Jahrhunderts oder sogar das 22. Jahrhundert dann übertragen. Natürlich muss man dann weiterdenken, aber wir schauen jetzt erstmal bis 49. Ein wichtiger Punkt, gibt ja schon so ein Dogma fast seit vielen Jahren, wir sterben aus. 70 Millionen auf 60 Millionen sind immer weniger. Und man könnte, was hat das mit Rohstoffen zu tun? Ja, zum Schluss kommen, die Probleme, die lösen sich alle von selbst. Die Häuser stehen alle schon, die Straßen sind auch alle gelegt und wird alles, dämpft sich runter. Wir müssen in Indien gucken, wir müssen in China gucken, aber bei uns ist alles beruhigt und effizient sind wir eh schon. Also so ist es leider nicht. Man muss deutlich sagen, und das ist jetzt nicht nur seit 2015 so, dass es evidente Hinweise gibt,
dass diese Prognosen, eigentlich waren es auch nur Szenarien, es wurde aber immer gern mit Prognosen verwechselt, dieses starken Bevölkerungsrückgangs bis ungefähr 2050 wahrscheinlich so nicht eintreten werden. Also diese gestrichelte Linie, das war so eine der Mainstream-Vorhersagen, das sind alles Daten vom Statistischen Bundesamt, aber es gab schon immer auch andere Szenarien und wir haben uns in dem Projekt jetzt mal an dieser grünen Linie orientiert. Da gibt es zwar, wir wissen natürlich nicht, wie das passieren wird, es kann auch durchaus noch anders passieren, dass es eher eine Stagnation geben wird oder einen ganz leichten Rückgang der Bevölkerung. Wenn man sich das aber noch mal ein bisschen genauer anschaut, ist nicht nur entscheidend, wie sieht es aus mit der Gesamtbevölkerung, der Entwicklung Deutschlands, sondern wie sieht es eigentlich, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Das ist aus einem laufenden Projekt für das Umweltbundesamt, demografischer Wandel und Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft, also auf Haus- und Geschäftsmüll. Und was Sie hier sehen, ganz einfach gesagt, ist, die Bundesrepublik entwickelt sich völlig unterschiedlich. Sie sehen links, das sind die Gebietskörperschaften, also Großstädte über 100.000 und Landkreise, die mindestens ein Bevölkerungswachstum bis 2030 insgesamt von mehr als 3% haben. Das hört sich wenig an, da sind aber auch Städte dabei. Für Frankfurt am Main zum Beispiel werden fast 15% vorausgesagt. Und es könnte sogar sein, dass das alles noch konservativ ist, wie das im Moment aussieht. Ganz rechts ist gerade das Gegenteil. Da sehen wir Städte, aber vor allem auch Landkreise, wo wir starken Bevölkerungsrückgang weiterhin erwarten können, zum Teil bis 20% bis dahin. In der Mitte ist so der stagnierende Bereich plus 3 bis minus 3%. Und was Sie auf einen Blick sehen, also das starke Wachstum findet auf sehr kleiner Fläche statt und der Rückgang in der großen Fläche. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rohstoffe. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel, da wo der Rückgang ist, vielleicht Gebäude leer stehen in Zukunft oder immer mehr ganze Ortsteile, wird vermutet, könnten aufgegeben werden, entsprechende Infrastrukturen. Auf der anderen Seite haben wir vor allem in den Städten und in Agglomerationen einen sehr großen Bedarf an neuen Wohnungen, an Infrastruktur für Arbeiter, insbesondere auch für Verkehr. Da bestehen auch Chancen, weil zum Beispiel in den Metropolen natürlich bessere Netze sind für öffentlichen Personennahverkehr, Carsharing und dergleichen, aber es sind auch heftige Herausforderungen, Probleme damit verbunden. Das nur als Einstieg, um Ihnen zu zeigen, welche Muster da berücksichtigt werden müssen, die wir verstärkt noch berücksichtigen müssen. Ein weiterer Punkt ist, Infrastruktur liegt vielfach schon und muss instand gehalten und erneuert werden. Und wir werden das noch sehen, das ist zum Beispiel bei der Verkehrsinfrastruktur ein sehr großer Treiber für Rohstoffbedarf im Bereich eher des Hochbaus bei den Gebäuden. Nehme ich ein bisschen was vorweg, da kann man Rohstoffe stark einsparen, wenn man den Bestand gut erhält, anstatt abzureisen und neu zu bauen. Auch das ist ein ganz wichtiger Impact für die ganzen Fragestellungen. Und dann, last but not least, schon mehrfach angesprochen, wir haben neue Technologien, manche sind jetzt gerade in den Startlöchern, manche werden bisher nur in Forschungsprojekten diskutiert oder angestoßen jetzt, und wir werden definitiv teilweise Durchdringungen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten durch neue Technologien haben. Und es werden noch welche dazukommen, die wir heute noch gar nicht auf der Rechnung haben. Und die brauchen neue Rohstoffe, teilweise. Zum Teil in kleinen Mengen, das sind dann oft diese Technologiemetalle. Die sparen natürlich dann umgekehrt riesige Mengen fossiler Ressourcen ein. Aber dennoch sind da möglicherweise neue Herausforderungen mit verbunden. Zusammengefasst jetzt so als Einstieg sozusagen, also die Anstrengungen müssen aus Sicht des Ökoinstituts für eine Rohstoffwende intensiviert werden. Es gibt auch nicht die einfache Patentlösung. Es ist viel Arbeit mit verbunden in vielen Fragen und wir brauchen auch neue Ideen und es darf vor allen Dingen auch keine Denkverbote geben aus unserer Sicht. Zum Rohstofffokus, ich sprach davon, wir müssen das etwas genauer anschauen. Wir können nicht einfach sagen, wir wollen ja, von 8 Tonnen auf 7 Tonnen oder von 22 Millionen auf 15, sondern wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen. Wir haben uns in dem Projekt sogar etwas beschränkt. Wir haben uns nur die sogenannten abiotischen Rohstoffe, auf die uns konzentriert.
Der Ressourcenbegriff ist noch viel weiter, aber wir befassen uns in diesem Projekt mit allem, was abiotisch ist, außer den fossilen Energieträgern. Das heißt Erze für Metalle, sehr wichtig, die sogenannten Industriematerialien und natürlich auch sehr wichtig, die Baumaterialien. Wir haben, das hat Herr Seiler schon gesagt, das als ersten Schritt mal unterteilt in sogenannte Massenrohstoffe und haben dann so eine Definition gezogen, mehr als 100.000 Tonnen Bedarf für Deutschland je Rohstoff. Die liegen vielfach erheblich drüber. Und auf der anderen Seite von den insgesamt 75 betrachten viele Nicht-Massenrohstoffe, vor allem Metalle, aber nicht nur. Hier ist der Bedarf unter 100.000 Tonnen pro Jahr für Deutschland. Zum Teil sind das auch nur wenige hundert oder sogar noch weniger. Dann sind wir in die Analyse gegangen und haben dann geschaut, wo liegen denn wesentliche Problemlagen. Die sind sehr unterschiedlich bei den Rohstoffen. Warum ist das wichtig? Damit wir dann natürlich, wenn wir Ziele formulieren und versuchen, etwas durch Maßnahmen zu verändern, auch wirklich, ich sag mal, die Big Points ernten und es nicht im Klein-Klein verlieren oder möglicherweise sogar fehlallokieren. Nochmal kurz zum Kritikalitätskonzept. Die letzten Jahre, ab 2008 ungefähr, hat das ganze Rohstoffthema in Deutschland, in Europa, aber vor allem auch weltweit einen starken Aufschwung genommen. Das lag vor allem an Verknappungsfragen, Verknappungsängsten und Preissteigerungen. Die gingen vor allem auch bis 2011. Sie können sich vielleicht noch an die seltenen Erden erinnern. Das schoss wie Raketen durch die Decke, die Preise, und sind dann auch wieder stark gefallen. Das Ganze war aber sehr stark und ist ökonomisch getrieben. Das hat in gewisser Weise seine Berechtigung. Es kamen Fragen auf, hat die deutsche Wirtschaft, hat die europäische Volkswirtschaft überhaupt noch Zugang zu strategischen Rohstoffen? Und dadurch kamen viele Debatten im Gange und es wurde dann, wir haben versucht, da auch unsere Beiträge zu leisten, die Debatte aber auf breitere Füße gestellt. Wir können nicht nur über Verknappung reden, ob sie jetzt nur eingebildet oder tatsächlich vorkommen können, sondern wir müssen auch über die ökologischen und sozialen Auswirkungen reden. So müssen Sie unseren gesamten Projektansatz verstehen. Um diese rohstoffspezifischen Brennpunkte, Hotspots zu identifizieren, sind wir die drei Säulen durchgegangen. Bei der ökonomischen Säule, da haben wir es uns ein bisschen einfach gemacht, da haben wir uns an dem Vorgehen der EU nach Kritikalität, wo sind Versorgungsrisiken und wo ist eine besondere ökonomische Bedeutung für die europäische Volkswirtschaft orientiert. Der ökologischen Säule, da können wir natürlich aus vielen Erfahrungen, vielen Datenbanken, vielen Projekten, entweder die wir selber begleitet haben oder von Partnern, es gibt schon sehr viel Informationen ziehen, das haben wir auch gemacht. Das sind vielfach aus Ökobilanzen oder ähnlichen Bilanzen, aber wir haben auch gesehen, wir brauchen zum Teil fallspezifische Betrachtungen, zum Beispiel die Probleme mit den radioaktiven Tailings, also den Rückständen aus dem Mining und der Verarbeitung von seltenen Erden in China. Das können Sie mit der Ökobilanzmethodik eigentlich nicht richtig adressieren. Da müssen wir sozusagen fallspezifisch drauf schauen. Wir haben das Hotspot-Analyse genannt. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der auch immer stärker ins Blickfeld rückt, die soziale Säule. Und hier haben wir uns auf drei Kategorien gestützt, also Fragen Arbeitssicherheit, Kinderarbeit, Korruption wurde auch schon genannt und Governance, also gute Regierungsarbeit und die Frage auch, werden unter Umständen in gewissen Gebieten mit gewissen Rohstoffen, sind die im Mittelpunkt gewalttätiger Konflikte, wenn Sie an die Demokratische Republik Kongo oder zumindest Teile in diesem großen Land denken. Hier haben wir die Kollegen im Projekt hier eine eigene Methodik entwickelt. Bedürfnisfelder, um das Ganze zu sortieren. Wir haben jetzt nicht alles in Deutschland untersucht, aber wir haben uns nach Diskussionen im Projektteam auf vier aus unserer Sicht sehr wichtige, aber auch sehr unterschiedliche konzentriert. Da ist einmal das Bedürfnisfeld Wohnen, also alles, was mit Wohngebäuden zusammenhängt. Bedürfnisfeld Arbeiten, das ist umgekehrt alles, was mit Gebäuden, in denen wir arbeiten, ob das Büros, Hotels, Industrieanlagen sind, zu tun haben. Dann
an das wichtige Thema Mobilität. Hier haben wir geschaut, was sind die Bedarfe für die Fahrzeuge, wie entwickelt sich das, insbesondere natürlich auch bei neuen Technologien, die gerade in aller Munde sind, aber auch ganz wichtig, die entsprechende Infrastruktur und deren Entwicklung. Und dann ein ganz anderes Feld, Information und Kommunikation. IKT, also alles, was mit unserer Digitalisierung zusammenhängt, ob das jetzt dieser Laptop ist oder was auch immer. Dieses Feld, vielleicht eine Bemerkung, zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass die Veränderungen viel schneller vonstatten gehen als jetzt so in diesen gebauten oder stark gebauten Feldern, wo zum Teil Einrichtungen Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht noch länger bestehen. Zur Illustration, wie sind wir vorgegangen? Da haben wir so im Team uns auf dieses Konzept des Rohstoffwürfels eingelassen. Wir zeigen das jetzt mal. Wir haben das schon in ein paar Veröffentlichungen gemacht. Das werden Sie auch nachher noch mal sehen am Beispiel Kies und Neodym. Es ist jetzt aber nicht so, dass uns Natursteine und Lithium weniger wichtig sind, sondern wir haben das einfach mal gemacht, um Ihnen die großen Unterschiede bei Rohstoffen zu zeigen und dass man da unterschiedlich vorgehen muss. Also die drei Kategorien, ökonomisch, sozial, ökologisch und dann entsprechend, wo spielen Bedürfnisfelder eine Rolle, Wohnen, Arbeiten, IKT, Mobilität. Wir sehen jetzt einfach mal die Hotspots am Beispiel Kies, den großen Mengen gefördert, auch hauptsächlich regional und heimisch, ist eben nicht ein Rohstoff, der aus Afrika in der Regel oder wo auch immer herkommt. Und viele der Fragen, die vielleicht dann im Kongo ein großes Thema sind, sind hier überhaupt kein Thema. Es ist auch kein Rohstoff, der einen Hochtemperaturprozess durchläuft und daher treibhausgasintensiv ist. Deswegen können wir das hier eher vernachlässigen. Aber es hat natürlich mit Fragen der Landschaftsinanspruchnahme zu tun, mit Flächeninanspruchnahme, damit natürlich auch Biodiversität und möglicherweise hier Konflikten. Deswegen ist das hier jetzt für Kies so rot eingefasst. Ganz im Gegensatz, ein Nichtmassenrohstoff, Neodym, ein selten Erdmetall, sehr wichtig für die leistungsstärksten Magnete, die man kennt, und diese wiederum sehr wichtig für die effizientesten Elektromotoren, beispielsweise in batterieelektrischen Fahrzeugen, Hybridfahrzeugen, aber auch in Industrieprozessen. Eine ganz andere Problemlage. Ja, hier haben wir, das sprach ich schon an, zum Beispiel tatsächlich ein Problem, Radioaktivität im Bergbau und der Verarbeitung. Das ist wirklich ein Problem in China. Auch Schwermetalle. Es gibt zum Teil auch bei den seltenen Erden illegalen Abbau in China. Das heißt, wir haben die ganzen Fragen mit Arbeitssicherheit, mit der Radioaktivität und in Belastungszusammenhängen zum Teil auch Kinderarbeit und so weiter zu tun. Und natürlich kann das Versorgungsrisiko tatsächlich hier auch eine Rolle spielen. Sie können sich erinnern, dass Japan 2-3 Wochen im Höhepunkt dieses Preisschocks 2011 aufgrund eines Zwischenfalls mit einem Fischerboot, was glaube ich, mal 3 Wochen von den seltenen Erden komplett abgeschnitten wurde von China. Gut. Wie sind wir weiter vorgegangen? Wir haben die Massen- und Nichtmassenrohstoffe geclustert. Wir haben geschaut, welche sind denn ähnlich, wo können wir welche gruppieren und haben die sozusagen nach diesen, haben daraus Cluster gebildet, und zwar jeweils 6 Cluster für Massenrohstoffe und 6 Cluster für die Nichtmassenrohstoffe, einfach um uns selbst zu sortieren und dann entsprechend weiter zu den Zielen zu kommen. Wir haben das natürlich nach den Hotspots gemacht, das werden Sie gleich sehen, und besonderen Merkmalen. Und hier nur ganz kurz die Cluster für die Massenrohstoffe. Wir haben einmal die heimischen Baurohstoffe, Baustoffe, Hauptmassenmetalle, Industriesalze, sonstige Massenmetalle und dann sonstige Massenrohstoffe, letztere ein sehr heterogenes Cluster. Die heimischen Baurohstoffe zum Beispiel zeichnen sich aus, wie der Name schon sagt, die Förderung ist regional, das ist auch Transportentfernungen sind sehr wichtig, auch von der ökonomischen Seite, große Mengen, aber keine Hochtemperaturprozesse im Gegensatz zu den Baustoffen wie Zement und Kalk gebrannt. Hier ist das auch ein starker Impact auf die nationalen Treibhausgasemissionen und global. Wir haben ja schon Zahlen gehört von China, Zementverbrauch natürlich auch sehr, sehr relevant. Dann haben wir die Hauptmassenmetalle, die sich auch durch, natürlich, wie der Name schon sagt, durch sehr große Mengennachfrage auszeichnen, die aber auch schon, und das ist natürlich auch Teil der Lösung, zum Teil, nicht nur zum Teil, die im Prinzip sehr gut recycelbar sind.
und wo noch große Potenziale bestehen. Ganz anderes Feld, die Salze, da haben wir eher mit Grundwasserbelastung zu tun. Es gab Überlegungen, ich weiß jetzt gar nicht, der letzten Stand aus Hessen, aus dem dortigen Kalisalzbergbau für die Abwässer eine Pipeline bis zur Nordsee zu bauen. Das war ernsthaft im Gespräch. Ist meines Wissens im Moment wird es nicht verfolgt. Aber Sie sehen daran, das sind ganz besondere, aber ganz spezielle Problemlagen. Wenn wir uns jetzt die Nichtmassenrohstoffe anschauen, das sind jetzt die, die zum Teil nur in wenigen Tonnen oder einigen hundert oder wenigen tausend Tonnen pro Jahr in Deutschland nachgefragt werden. Da haben wir das nach den seltenen Erden gruppiert. Das liegt auch allein schon daran, dass die Vergesellschaft gewonnen werden gemeinsam. Dann haben wir eine Gruppe von Rohstoffen. Wir waren mal an der UNEP-Arbeit beteiligt, die ganz gute Recyclingraten, zum Teil schon sehr gute, aufweisen. Da sind Edelmetalle wie Platin dabei, aber auch andere Metalle. Aber da besteht auch immer noch Luft nach oben. Im Übrigen, wo einige mehrfach genannt sind, haben wir die mehrfach in Cluster einsortiert. Das sind die roten. Eine ganz andere Gruppe, besonders wichtig für die soziale Definition, wo es um Konflikte und Kleinbergbau geht, ob das jetzt Zinn oder Gold und dergleichen ist, Tantal, also wo Stichworte Kindersoldaten, katastrophale Arbeitsbedingungen im Kleinbergbau und. Ein ganz besonderes, wir haben Lithium in eine eigene Gruppe, ein Element, was jetzt wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich oder sicher in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren mindestens, für die Energie, aber vor allem Verkehrswende auch notwendig sein wird, Stichwort Elektromobilität, Lithium-Ionen-Batterien. Hier sehen wir gerade den Beginn einer großen Transformation, würde ich sagen. Und natürlich wird das Auswirkungen auf die Nachfrage nach Lithium, Lithium-Verbindungen haben. Und diese werden häufig in besonderen Landschaften, beispielsweise in Südamerika gewonnen, Salzseen, die natürlich auch ihren besonderen Wert haben. Und dann stellen sich möglicherweise in Zukunft, wenn der Druck auf Lithium steigt, deutlich steigt, neue Fragen. Dann gibt es Materialien wie Cadmium, Quecksilber, die will man eigentlich häufig in Produkten gar nicht mehr haben. Da gibt es auch schon auf der EU-Ebene viele Regelungen, möglichst das aus Verbindungen rauszubekommen, insbesondere um auch das Recycling und die Beschäftigten dort nicht zu gefährden. Da müssen wir uns dann in Zukunft oder jetzt schon vernünftige Senken überlegen in Untertagebergwerken und dergleichen. Und dann geht es auch wieder noch in diesem ganzen Zoo, so den Käfig mit den ganz, ganz bunten, die wir so zusammengefegt haben, die sonstigen Nichtmassenrohstoffe, zum Teil in winzigen Mengen. Und wir werden auch in Zukunft nach diesem Projekt natürlich schauen, gibt es da einige, wo wir sagen können, die können wir erstmal zur Seite legen, die spielen jetzt keine große Rolle. Es gibt wichtigere Dinge. Dann natürlich die Frage, was sind die ausgeeigneten Szenarienansätze? Ich kann Ihnen das jetzt nur an wenigen Beispielen zeigen, das würde den Rahmen sprengen. Wir haben teilweise Dinge schon veröffentlicht und ich kann Ihnen das wird Beginn nächsten Jahres sein, einen umfangreichen Endbericht noch ankündigen, wo wir alles, was wir in dem Projekt erarbeitet haben, auch viele Daten in Anhängen und dergleichen nochmal differenzierter zu dokumentieren werden. Also die beiden Szenarien. Und ich fange mal mit dem Bedürfnisfeld Mobilität an. Der Kollege Motschall im Wesentlichen uns unterstützt in diesen Fragen. Wie wird denn die Verkehrsnachfrage sich entwickeln? Ja, beim Personenverkehr, Sie sehen links das Business-as-usual-Szenario, da gibt es noch einen gewissen Anstieg. Ja, Sie sehen hier, das ist die Personenverkehrsleistung in Milliarden Personenkilometern. Ja, wir haben dagegen ein Rohstoffwende-Szenario, da geht das etwas zurück. Da ist natürlich einiges dabei, wie kurze Wege und so weiter und so fort. Wir sehen hier auch Unterschiede beim Modal Split, also hier ist auch ein stärkerer Umstieg auf die Schiene. Aber Sie sehen auch, dass natürlich Pkw bei allen Bemühungen auch bis Mitte des Jahrhunderts noch eine dominierende Rolle einnehmen wird. Beim Güterverkehr sind die Unterschiede eher noch ein bisschen drastischer. Wir sehen einen Anstieg in beiden Szenarien. Allerdings sehen wir im Rohstoffwende-Szenario einen deutlich höheren Schienenanteil. Und wenn Sie sich fragen, wenn Sie genau schauen, wieso ist es da noch ein bisschen höher, die
Tonnenkilometer sind das in dem Fall. Das liegt natürlich so ein bisschen an den anderen Wegen im Schienenverkehr. Aber generell ist hier der große Unterschied, dass stärker Güter von der Straße vor allem auf die Schiene gebracht werden. Wir haben uns aber auch angeschaut, wie sieht es dann mit dem Fahrzeugbestand aus, wie könnte der sich entwickeln. Links wieder das Trendszenario, das sind jetzt wieder viele Abkürzungen für die Fachleute. Ich mache es ein bisschen kurz, also ICE, das ist der konventionelle Verbrennungsantrieb, der noch dominant ist heute. Und dann haben Sie die verschiedenen Typen, vollelektrische BEV und Plug-ins und so weiter. Und im Rohstoffwendeszenario, das sehen Sie, haben wir eine viel ambitioniertere und schnellere Durchdringung. Man muss jetzt mal schauen, was in den letzten Wochen, Monaten in Richtung Elektromobilität sich entwickelt hat, ob es vielleicht nochmal ein ganz anderes Tempo geben wird. Aber wir sehen hier starke Unterschiede und natürlich machen wir das in den Szenarien gern, so ein bisschen den Rahmen aufzuspannen, damit man auch die Deltas, auf die kommt es nämlich in den Szenarien an, also die Unterschiede im Jahr 2025 und 2049 klar rausarbeiten. Auch Fahrzeugbestand, einen Punkt hatte ich vergessen, wir haben in diesem Szenario, das sehen Sie vielleicht auch, einen geringeren Pkw-Bestand. Das hängt auch wieder viel mit dem Umswitchen auf andere Verkehrsträger zusammen, aber auch Dinge wie Carsharing und dergleichen. Beim Güterverkehr, also bei den anderen LKWs etc., da haben wir andere noch Entwicklungen, andere Technologien. Ich sprach davon, es gibt Technologien, die sind gerade im Forschungsbereich. Da kommt jetzt zum Beispiel die Frage Oberleitungsbusse und Oberleitungs-Lkw, um überschüssigen regenerativen Strom in Zukunft zu verwenden. Das kommt jetzt gerade stark in die Forschungs- und Entwicklungssachen rein. Bei uns, beim Bundesforschungsministerium, Umweltministerium, aber auch in der Industrie. Und hier haben wir das natürlich in diesem Szenario rechts, Rohstoffwendeszenario, sehr radikal mal angesetzt, um die Unterschiede aufzuzeigen. Zusammengefasst heißt das, wir haben unterschiedlichen Modal Split, wir haben unterschiedliche Fahrzeuge und natürlich bestehen die auch aus unterschiedlichen Materialien dann über die Zeit. Aber auch die Infrastruktur ist wichtig und an einem Beispiel, um auch nochmal diese Herausforderung der Rohstoffwende zu zeigen, das habe ich schon mal angesprochen, weil das Straßennetz liegt eigentlich natürlich noch nicht alles, aber trotz aller Diskussionen um Bundesverkehrswegepläne liegt vieles schon. Ja, und wir haben hier im Rohstoffwendeszenario durchaus was anderes noch angesetzt. Wir wollen eigentlich eher hin in Zukunft zu einem Bundesmobilitätsplan, der etwas integrierter das Ganze befasst. Und da haben wir tatsächlich dann nach 2025 keinen Zuwachs mehr, sondern sogar zum Teil Rückstufung von Straßen, wenn Sie dran denken an diese großen Regionen, die stark Bevölkerung verlieren, da gibt es zum Teil einige Möglichkeiten. Aber das hält sich alles in Grenzen, wenn Sie jetzt mal so an die Spitzen dieser Balkengrafik schauen. Aber was wir wissen das schon länger, wussten das vor 15 Jahren schon in Projekten für das Umweltbundesamt, dass gerade beim Straßen ist der Punkt, dass das meiste Material eigentlich für die Bestandserhaltung benötigt wird. Und für Neubau etc. eher der geringere Teil. Das heißt nicht, dass es wenig ist. Wir reden ja hier von ordentlichen Mengen. Aber wir sehen, dass wir hier auch auf über Jahrzehnte hinaus, sagen wir mal, nur moderate Eingriffsmöglichkeiten haben, selbst wenn wir weniger Straßen bauen oder vielleicht irgendwann gar keine mehr. Weil wir müssen die bestehende Infrastruktur immer wieder instand halten. Wobei jetzt hier nicht differenziert ist nach Primärmaterial und Recyclingmaterial. Das möchte ich noch zufügen. Ganz kurz nur ein Eindruck, was haben wir angenommen fürs Bedürfnisfeld Wohnen? Ich könnte Ihnen jetzt alle möglichen Zahlen über Wohneinheiten und Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser und dergleichen, das werde ich jetzt aber aus Zeitgründen weglassen. Diese Grafik hat zunächst im Institut auch etwas für Kontroversen gesorgt. Jetzt macht ihr ein Rohstoffwendeszenario und jetzt wächst das ja immer mehr noch pro Einwohner. Ja, also diese Debatte habe ich immer wieder. Ja, es wächst aber einmal ein bisschen weniger, auch wenn das vielleicht bescheiden aussieht. Wir fangen ja immerhin bei 46,2 an.
Quadratmeter Wohnfläche pro Einwohner ist hier die Einheit, aber das ist ein sehr träger Tanker, dieses Feld. Und wir haben einen demografischen Trend, der ist tatsächlich unstrittig, das ist die Alterung der Gesellschaft. Das ist auch ein globales Thema, aber in Deutschland oder in anderen Industrienationen, Japan ist da noch ein bisschen weiter vorneweg. Und da gibt es einen ganz starken Faktor, der nennt sich Remanenzeffekt bei den Fachleuten. Das heißt, die Menschen, wenn sie älter werden, die Kinder sind ausgezogen, der Partner, meistens ist der Partner oder die Partnerin ist verstorben und ich bleibe trotzdem in meiner Wohnung, in meinem Haus. Und das geht über viele Jahrzehnte und die Menschen werden auch immer älter in Deutschland. Und das heißt, rechnerisch ergibt sich daraus ein ständiges Wachstum der Wohnfläche pro Einwohner. Wir haben das im Rohstoffwendeszenario etwas umgeswitcht. Wir haben hier mehr kompaktere Bauformen angenommen. Wir haben auch weniger neu dazu gebaut, dafür etwas weniger abgerissen und mehr die Instandhaltung, da kommen wir noch drauf, hochgehalten. Aber dennoch lässt sich dieser Trend nicht irgendwie kippen oder dass das stagnieren wird. Dann müssten wir wirklich fast ein Nullwachstum beim Wohnungsbau haben. Und im Moment, gerade in den Metropolen, ist die Debatte eine ganz andere. Wir haben Nachholbedarf, zumindest in den Agglomerationen. Das müssen wir berücksichtigen. Trotzdem können wir, das kann ich Ihnen versprechen, auch in diesem Bedürfnisfeld in Richtung Rohstoffe eine ganze Menge machen. Ich komme zu den Zielen. Wie müssen die Ziele aussehen? Das werden Sie nachher noch genauer sehen an einigen Beispielen. Also zunächst mal sind diese Ziele notwendig. Wie gesagt, wir können keine Ziele formulieren, die Quecksilber und Kies und was auch immer alles zusammen behandelt. Noch nicht mal Kupfer und Zement können wir gemeinsam behandeln. Auch da müssen wir schon uns das genauer anschauen nach den Eigenschaften und wo können wir da am ehesten sozusagen Potenziale und Schätze heben. Ja, und die Effekte, die ökologischen, sozialen in den Vorketten sind völlig unterschiedlich. Das hatte ich Ihnen bereits gezeigt. Also wir schauen uns das Wesen an, wo sind die Hotspots, wo müssen wir eingreifen, wo können wir auch Dinge mal laufen lassen, wo ist es weniger relevant. Und das ist natürlich wichtig, dass wir dann passgenaue, zielgerichtete Maßnahmen formulieren können. Der Begriff Maßnahmen ruft natürlich bei vielen oft Reaktionen gleich voraus. Da kommt jetzt die Bundesrohstoffbehörde und zwingt sie zu dem und dem und dem. So wird es natürlich nicht sein. Aber diese Maßnahmen können ganz unterschiedlicher Art sein. Das werden wir noch sehen, um wichtige Potenziale zu erschließen. Ja, und wir müssen das natürlich dann immer weiter runterbrechen auf die umsetzbare Ebene. Und vieles passiert schon. Vielleicht ein Beispiel: Im Moment ist gerade die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung unterwegs. Da wird sich einiges von versprochen in diesem Bereich. Vielleicht bessere Trennung, noch bessere Recycling-Ergebnisse zu erzielen. Und wir hatten die Cluster nochmal zur Erinnerung aufgestellt, um gleiche, ähnliche Ziele für die verschiedenen Rohstoffe aufstellen zu können, um das Ganze, wie gesagt, zu sortieren. Jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Das ist jetzt fast ein bisschen willkürlich rausgegriffen. Das war eine Arbeit, die durften wir im Sommer dieses Jahres für die Wirtschaftsvereinigung Metalle, also den Deutschen Verband der Nicht-Eisenmetalle, durchführen. Und da haben wir uns unter anderem mal angeschaut, wie entwickelt sich langfristig das anthropogene Lager, also wo wir hier stehen oder in unserem Haus zu Hause oder in dem Fahrzeug, wo wir sitzen, insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts. Und Sie sehen, das hört sich ein bisschen erst bescheiden an, 8,72 Kilo Metall, das sind in dem Fall Kupfer, pro Kopf nimmt dieses Lager jedes Jahr zu. Aber das ist pro Kopf, wenn Sie es mit 80 Millionen Einwohnern multiplizieren, kommen da ganz andere Größenordnungen raus. Und wir werden das Lager, das sehen Sie, ja, nicht ganz verdoppeln, aber doch erheblich bis zum Jahr 2050, weil das vielfach das Kupfer in langlebigen Anwendungen eingesetzt wird. Das heißt aber, dass es gleichzeitig eine wachsende Chance, ein wachsendes Potenzial in der Zukunft, langsam aber sicher, das Recycling von Kupfer noch weiter zu forcieren. Es hat heute schon einen sehr hohen Stellenwert und damit können natürlich die gesamte Umweltbilanz und
Probleme möglicherweise, die mit der Minenförderung etc. verbunden sind, ein Stück weit adressiert werden. Also deswegen hier bei diesen Hauptmassenmetallen ist beispielsweise dieser Recyclingansatz oder die weiteren Potenziale ein sehr wichtiger. Dann gibt es andere Beispiele, diese Phase-Out-Materialien, da müssen wir die Gefährlichkeit für die menschliche Gesundheit etc. stark berücksichtigen, ich sprach's da bereits an. Da müssen geeignete Senken, Sondermülldeponien in der Regel unter Tage gefunden werden und diese Materialien müssen sozusagen aus den Wertstoffkreisläufen ausgeschleust werden. Und dann Beispiel Lithium sprach ich auch bereits an. Nicht immer, aber häufig in besonderen Landschaften natürlich vorkommen. Das ist dieser berühmte Salzsee in Bolivien, der noch nicht angegriffen ist. In Chile wird schon viel abgebaut. Da wird man sich Fragen stellen, brauchen wir in Zukunft zum Beispiel für Lithium, was die Elektromobilität stark speist, internationale Standards, wo es in Ordnung ist und wo vielleicht auch mal eine natürliche Reserve nicht angegriffen wird. Und noch ein Punkt, das, da können wir selber hier bei uns loslegen. Das Recycling von Lithium aus Lithium-Ionen-Batterien wird ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Thema werden. Wir recyceln die Batterien schon, aber das Recycling von Lithium-Verbindungen ist noch ganz am Anfang in den Kinderschuhen. Gut, weitere Ziele finden Sie in dem dritten Policy Paper, was wir am Montag veröffentlicht haben. Und im Endbericht wird es noch mehr Details geben. Da finden Sie weitere Ziele, wo wir quantitativ Vorschläge machen konnten. Wir haben auch eine ganze Reihe qualitative Ziele formuliert. Das heißt jetzt nicht, dass die uninteressant sind, sondern da bedarf es einfach noch weitere Forschung, Konkretisierung, um vielleicht auch mal mögliche Zielmarken definieren zu können. Und es gibt auch noch Bereiche, wo wir offen sagen, da müssen wir generell noch mal reingucken, auch mal reingucken, bedarf es hier überhaupt von Maßnahmen und können wir das etwas in die dritte, vierte, fünfte Priorität stecken. Soweit erstmal der Überblick. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Matthias, vielen Dank. Wir haben jetzt gesagt, dass wir eben eine erste Runde machen mit Kommentaren hier oben, Fragen. Später wird dann Stefanie Degreif einen zweiten Vortrag halten zu Fallbeispielen und vertieften Beispielen. Deswegen ist sie aber jetzt schon auch da, weil sie ja mitgearbeitet hat. Aber Matthias, zuerst mal die Frage bei der Zeitreise. Das Anfang der 60er Jahre habe ich da so ein Bild von dem jungen Matthias Buchert in den Windeln aufblitzen sehen. Wann bist du denn zum ersten Mal mit Rohstoffen konfrontiert worden? Na, wasch. Geht. Hören Sie mich? Ja. Sicherlich im Sandkasten. Da war immer im Kindergarten zwischen den Jungs, wir hatten die sogenannten Cowboy-Schippen, da gab es nur 4 Stück im ganzen Kindergarten von. Und wir waren über 100 Kinder, ich gehöre zur Babyboom-Generation und das war also überhaupt die Trophäe, eine von den 4 Cowboy-Schippen, es gab hunderte Schippen im Kindergarten, aber die waren besonders zu haben, also mit dem Sand zu spielen und wer der Bestimmer ist, das war auch immer wichtig im Sandkasten. Und als die erste große Publikation zu Rohstoffen veröffentlicht worden ist, Grenzen des Wachstums, da war es ja so 11 oder 12, aber in den 80er Jahren hat man ja fortschrittlich ökologische Familien ihren Kindern das als Kinderbuch gegeben. Aber was, wenn du nochmal das vielleicht später gelesen hast, was unterscheidet eigentlich die heutige Zeit und auch das Konzept, das ihr vorgelegt habt von der damaligen Studie? Gut, wir sind jetzt natürlich mehr als 40 Jahre schlauer. Was damals bei Grenzen des Wachstums, der Name ist ja so ein bisschen Programm, stark hervorgehoben wurde von den Autoren, das hat ja damals auch sehr eingeschlagen, war die, ja, wir haben nur noch 20 Jahre dieses Metall und nur noch 10 Jahre dieses und maximal 30 Jahre das. Und das heißt, es wurde sehr stark auf diese Verknappung und Unendlichkeit von Rohstoffen gesetzt, natürlich auch mit sehr starken Wachstumsraten damals noch. Und das ist nicht eingetreten und das hat natürlich sehr viel Kritik hervorgerufen. Das heißt, das ist ja auch mit einem Punkt, dass wir sagen, es macht keinen Sinn, nur auf diese möglichen physischen Verknappungen zu schauen,
sondern es ist eigentlich wichtiger, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch zu einem besseren haushalterischen Umgang kommen mit den Rohstoffen. Jetzt haben wir ja im Vortrag gehört, du hast so ein besonderes Faible, die Bevölkerungsentwicklung hoch und runter zu buchstabieren. Das geht ja noch relativ leicht, weil es doch eine sehr langsame Entwicklung ist. Aber es gibt jetzt ja eine ganze Reihe von Entwicklungen, die doch relativ schnell gehen, wenn man die ganzen Technologien anschaut. Ich denke, bei der Zeitreise hat man es gesehen, am Schluss kam zack, 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 viele neue Technologien. Und wie geht man eigentlich damit um, wenn man jetzt Szenarien macht? Da rechnet man alles schön mit den Elektroautos und dann schaut man die letzten 8 Wochen an und plötzlich denkt man, das ist eine völlig andere Situation. Also wie geht man mit so schnellen Veränderungen um? Ja, indem wir in kürzeren Abständen alles nochmal auf den Prüfstand stellen. Also das heißt, wir müssen, das habe ich jetzt auch gerade in den letzten 1-2 Jahren auch nochmal gelernt, wir müssen wahrscheinlich oder ganz sicher öfter in kürzeren Abständen neu schauen, auch treffen uns die Trends, die wir damals angenommen haben, überhaupt noch zu. Ein Beispiel, die Klimaschutzziele, die jetzt für den mittelfristigen Zeitraum nach Marrakesch von der Bundesregierung gebracht wurden, heißen gerade für den Verkehrsbereich, also wenn das eingehalten werden soll, eine enorme Beschleunigung der Transformation in diesem Bereich mit einem Tempo, mit dem wir vielleicht noch gar nicht gerechnet haben. Oder wenn man sich anschaut, Entscheidungen der chinesischen Zentralregierung im Pkw-Bereich, das schlägt dann unter Umständen viel schneller durch, als wir vor 3-4 Jahren noch vermutet hatten. Das heißt, wir müssen öfter genauer hingucken, in kürzeren Abständen. Da will ich vielleicht nochmal auf die Annahmen kommen. Beim Pkw-Bestand waren die ja relativ anspruchsvoll. Also wenn man, es gibt ja Prognosen, dass es weit über die 50 Millionen gehen kann. Und da waren die Annahmen ja doch relativ anspruchsvoll. Jetzt weiß man natürlich, die Veränderungen mit der Fahrzeugnutzung auch ändern sich. War nochmal ganz interessant, die Frau Schwarz-Lührer-Sutter hat ja darauf hingewiesen, dass auch die Besetzung bei den PKWs zurückgeht. Früher im VW Käfer ist man halt zu viert oder zu fünft gesessen, heute ist man 1,2. Ich habe jahrelang immer den Scherz gemacht, irgendwann wird es unter 1,0 sinken. Aber leider überholt mich die Technologie mit dem autonomen Fahren, kann ich diesen Scherz nicht mehr machen. Also das heißt, so weit ist es gekommen, dass die Technologien sich schneller entwickeln als meine Scherze. Aber jetzt die eigentliche Frage, beim Wohnen war das ja doch sehr zurückhaltend. Du hast schon gesagt, wir haben da intern diskutiert. Wenn man jetzt sagt, ja, man kann auch mehr Generationen wohnen, Häuser, Einfamilienhäuser in 2- oder 3-Parteienhäuser umbauen und so weiter, hätte das nicht doch anspruchsvoller sein können? Ja, man kann sich natürlich immer noch mehr wünschen und ausdenken, aber ich glaube, also diese Debatten sind ja auch nicht ganz neu. Ja, also mehr Generationen wohnen und kompakter bauen oder Gebäude mit verschiebbaren Wänden und so weiter, um das in die Lebensphasen anzupassen und so weiter. Aber das wird es auch sicher geben, das wird auch sicher zunehmend eine Rolle spielen. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass man einfach diese Effekte, die sehr stark sind, berücksichtigen muss. Und wie gesagt, das habe ich in dem Bild versucht darzustellen, mit den Regionen, die stark an Bevölkerung verlieren und auch immer älter werden. Und umgekehrt Regionen, wir haben inzwischen wieder Städte in Deutschland, die werden im Durchschnitt jünger. Das ist auch ganz, ganz neue Entwicklung. Und da ist natürlich der Bedarf groß. Das heißt aber nicht, dass man da nicht viel machen kann. Es gab vor kurzem eine interessante Studie über das Aufstockungspotenzial von Wohnungen in Städten. Das war natürlich jetzt so ein Maximal von 1,1 Millionen. Das ist ein großes Potenzial. Und da kann man natürlich auch im Sinne des sparsamen Umgangs mit Rohstoffen, vielleicht auch mit Holzbauweise, einiges machen. Dann will ich vielleicht Steffi fragen, ihr habt ja bei den
wenn wir gerade im Gebäudebereich bleiben, bei den Clustern die Baustoffe und die Baurohstoffe in verschiedene Cluster geworfen. Warum eigentlich? Ja, wir haben die heimischen Baurohstoffe wie Kies und Sand, die kann man direkt primär gewinnen und direkt nutzen. Und bei den anderen jetzt wie Zement und Kalk gebrannt, ist hier nochmal ein Hochtemperaturprozess vorgeschaltet, wo auch einfach der Hotspot der CO2-Emissionen nochmal da ist und deswegen neue, andere Ziele gesetzt werden können. Und da ist es ja gerade vorher als Frage gekommen bei den Twittern, das waren ja heimische Rohstoffe. Warum sind die eigentlich heimisch? Also warum importiert man nicht Kies aus irgendwoher? Ja, da sind die Transportwege weit und kostenintensiv. Kostenintensiv. Das war eine zentrale Frage auch, Matthias, jetzt vielleicht zum Schluss, bevor ich dann auch ins Publikum gehe. Die von dem Hashtag oder der Hinweis, Rohstoffe müssen ja dauerhaft für die gesamte Menschheit reichen. Wenn man jetzt die Vorschläge von unserer Rohstoffwende 2049 nimmt, wird es dann reichen? Ja, was heißt reichen? Also reichen heißt reichen. Ja, also sie sind ja physisch da. Die Frage ist, welche Lebensqualität wird damit verbunden sein? Und ich sag mal, unsere Herausforderungen sind ja groß in Deutschland, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Schwellenländer sich anschaut, ich war auch beruflich in China, da kriegt man schon mal so ein kleines Gefühl über Dynamiken, ja, wenn eine 5-Millionen-Stadt eher klein gilt und die wenige Jahre später 7 Millionen Einwohner hat, mit allem, was damit verbunden ist, dann bekommt man ein Gefühl von dieser Dynamik. Aber man muss auch sagen, vielleicht da auch, weil China immer so das Schreckgespenst, da sind jetzt auch Dämpfungen erkennbar. Natürlich noch Wachstum, aber das Wachstum ist jetzt schon etwas abgedämpft. Aber das ist natürlich dann die Frage, kommen die Inder als nächstes wie die Chinesen? Das heißt, der Rohstoffbedarf wird generell weltweit weiter steigen und die Herausforderungen werden natürlich im globalen Maßstab eher noch zunehmen. Das muss man einfach sagen. Ja, das heißt, es geht jetzt eigentlich darum, bis Mitte des Jahrhunderts, sagen wir, dass wir etwas Zeit gewinnen. Also Zeit gewinnen, dass die Vorräte oder das, was da ist, etwas gestreckt werden kann und wir dann vielleicht mit neuen Erfindungen, neuen Technologien, noch mehr Recycling wieder etwas von dieser Dynamik wegbekommen. Das ist eine ganz blöde Frage. Warum habt ihr eigentlich 2049 geschrieben? Also das hat mehrere Gründe. Einmal gibt es unglaublich viele Projekte, die 2050 im Titel haben und ich kann die immer ganz schwer auseinanderhalten, weil bleibt immer das 2050, dachte ich, machen wir mal was anderes und außerdem kam das ja hoffentlich aus der Zeitreise auch raus, ist das glaube ich auch ein schönes Geburtstagsjubiläum und ich finde, dass wir in Deutschland manchmal nicht ausreichend die wirklich guten Ereignisse auch mal als Jubiläum feiern, denn ich denke 2049, das wäre ein gutes Jubiläum. Gut, also wir werden uns da wieder treffen. Vielleicht haben Sie, sind dann alle Ihre Fragen gelöst, aber vielleicht haben Sie jetzt noch Fragen, dann wäre es eine gute Gelegenheit. Ja, bitte, Herr Gruber von der DBU. Ich wollte fragen, inwieweit in diese Perspektiven Sie den Ring zupfen. Felix Gruber von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ich möchte erstmal sagen, ich freue mich sehr, dass Sie das Thema Rohstoff in das Zentrum dieser Tagung gestellt haben. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Der Rebound-Effekt, das wäre die Frage, die ich habe. Wie weit haben Sie die bei Ihren Perspektiven, sofern man sie abschätzen kann, mit berücksichtigt? Also durch Effizienzmaßnahmen, die sich im Einzelprodukt oder im Einzelbereich ergeben, dann aber überkompensiert werden durch eben Verbilligung oder durch andere Dinge, die damit verbunden sind. Ja, also offene Antwort, die haben wir eigentlich jetzt in diesem Vorhaben noch gar nicht berücksichtigt. Wir kennen natürlich die Debatte, wobei, das wissen Sie natürlich am besten, eine sehr komplexe Debatte ist. Also gibt es Rückschleifen, die man nicht vorhergesehen hat und nicht wünschten. Also zum Beispiel Miniaturisierung, dadurch wird alles billiger und dafür werden immer mehr Einheiten verkauft. Das wäre zum Beispiel so ein typischer Rebound-Effekt. Das haben wir nicht berücksichtigt nach meiner Einschätzung. Da bin ich jetzt aber ein bisschen vorsichtig. Muss man aber auch aufpassen, dass man diese möglichen Rebound-Effekte nicht überschätzt. Aber man muss sie
berücksichtigen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das heißt, das wäre eine Sache, die wir in Zukunft vielleicht nochmal stärker uns anschauen müssten. Gibt es da Effekte, die sehr stark sind in dem Bereich? Ja, ja, die nächste Frage. Wir müssen immer ein bisschen warten, weil das übertragen wird in Livestream, dass die Leute in China und überall das auch noch hören. Christoph, Umweltbundesamt. Ich hätte zwei Fragen. Zunächst einmal meinen herzlichen Dank für das interessante Projekt und den interessanten Vortrag. Frage 1 ist das Business as usual Szenario, und das andere Szenario wäre meine Frage, Ihr Ressourcen-Rohstoffwende-Szenario. Wie ist das getriggert? Durch technische Veränderungen oder durch gesellschaftliche Veränderungen oder durch die Instrumente, die dazu führen, dass es erreicht werden kann, was Sie erreicht haben? Und die zweite Frage setzt an den Maßnahmen. Sie haben so schön gesagt, naja, da erschrecken alle. Mich würde schon interessieren, welche Maßnahmen Sie zugrunde gelegt haben. Gut, also zur zweiten Frage. Die Maßnahmen kommen im zweiten Vortragsteil von der Frau Degreif. Also Beispiele für Maßnahmen. Und zu Ihrer ersten Frage, die Szenarien sind eigentlich durch alle Punkte, die Sie genannt haben, getriggert. Wir haben natürlich einmal, was ich sagte, so Megatrends berücksichtigt. Ja, was gibt es für Bedarfe für Wohnen? Wie kann man das abschätzen? Wir haben, man geht natürlich aus vom Startjahr, das war bei uns 2013. Dann haben wir natürlich geschaut, gibt es technische Möglichkeiten, andere Baumaterialien beispielsweise oder im Pkw-Bereich, das hatte ich ja gezeigt, andere Antriebsstränge. Was heißt das? Also ein technologischer Einflussen stärker drin, der wiederum eine Rolle spielt. Und wir haben dann natürlich bei den Zielformulierungen dergleichen auch geschaut, gibt es neue Technologien oder gibt es noch nennenswerte Potenziale durch zusätzliches Recycling? Also die Antwort wäre, es ist eine Mischung aus allem. Ja. Steffi, kannst du schon mal ein bisschen animieren, welche Instrumente wirst du nachher vorstellen? Zum Beispiel die Lebensdauerverlängerung von Gebäuden ist eine Maßnahme. Und da haben wir auch noch mal ein bisschen tiefer geschaut, aber da möchte ich jetzt die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Geschickt. Weitere Fragen? Ja, bitte. Christoph Elger, Geo-Union. Ich finde es unglaublich ansprechend, wie Sie das bestehende Wissen zu dieser ganzen Thematik, das sich durchaus in den letzten 30, 40 Jahren ja angesammelt hat, strukturieren, auch sinnvoll strukturieren, dass es weiter bearbeitbar und diskutierbar ist. An einer Stelle fehlt mir vielleicht was oder es versteckt sich irgendwo. Und zwar, Sie haben auch meiner Meinung nach sehr intelligenterweise diese Bedürfnisfelder definiert als sozusagen die Bereiche, wo die Rohstoffe ja gebraucht werden. Und wenn man über Bedarf sprechen will und Bedarfsreduzierung, muss man die natürlich durchdeklinieren. Alles ganz prima gemacht. Wo versteckt sich, also Lebensmittel sind ja nicht dabei, weil die sind biotisch, habe ich verstanden. Wo versteckt sich aber vieles in der Rohstoffnutzung, was mit Freizeit zu tun hat? Und wo versteckt sich die Kleidung? Also die ist ja bei Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Information und Kommunikation nicht dabei. Ich erinnere so ein bisschen dabei an die Bedürfniskategorien, die so in der Stadtplanung, in der Raumplanung ja üblich waren. Stadtplanung und Raumplanung kommt ja auch ganz positiv bei Ihnen vor. Sie bedienen sie und sie benutzen sie, finde ich auch sehr gut. Da gab es ja die Daseinsgrundfunktionen in der Tradition der Charta von Athen schon durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Das sind mehr als vier. Also wo verbirgt sich ganz konkret Freizeit und Kleidung? Ja, also ich hatte kurz gesagt, also wir haben vier wichtige Bedürfnisfelder, aber Kleidung zum Beispiel haben wir überhaupt nicht behandelt in dem Projekt. Was die Freizeit angeht, haben wir es so weit drin, dass wir sämtliche, wie das im Statistik-Sprech heißt, Nicht-Wohngebäude umfasst haben. Ja, wir haben allerdings jetzt nicht die Tennisschläger berücksichtigt zum Beispiel, ja, oder die Eishockeyschläger oder aus was sind die Fußbälle gemacht. Also man könnte das ja sehr weit treiben, aber was jetzt sozusagen an Einrichtungen auch für Sport oder Freizeit, Kultur, ja, das ist alles in den Daten mit drin.
Ansonsten muss man natürlich noch sagen, die hohen Mobilitätswege oder Fliegen, das ist ja der Teil, den wir in dem Projekt nicht haben. Wir haben das natürlich in anderen Projekten vom Öko-Institut aufgenommen. Und bei Kleidung ist das so, das ist ja Baumwolle, biotisch, Polyester, auch biotisch. Und die paar Ritterrüstungen haben wir einfach weggelassen. Jetzt nehme ich noch eine Frage aus dem Saal. Nachher geht es noch weiter. Ja, bitte. Das in der Mobilität fand ich interessant. Also mein Name ist Franz Simon von der Bundesanstalt für Materialforschung. Ihr Mobilitätsszenario fand ich interessant mit den vielen O-Bussen und O-LKWs. Aber da muss man doch gewaltig wieder zubauen an Oberleitungen und so. Also das müsste doch eigentlich nochmal einen ganz schönen Schub haben an Ressourcenverbrauch, bis diese Infrastruktur steht. Ja, absolut. Also deswegen hatten wir ja auch das Beispiel, auch wenn ich komme gleich drauf, dass wir zum Teil in Rohstoffe investieren müssen, wie beispielsweise Lithium, aber wir müssen auch in neue, teilweise wahrscheinlich neue Infrastrukturen investieren. Das mit den Oberleitungsfahrzeugen auf den Autobahnen ist jetzt ein relativ junges Feld, wird aber nach unseren ersten, also im Öko-Institut, Forschungsergebnissen auch aus ökonomischer Sicht als das Interessanteste angesehen, jetzt für die schweren Fahrzeuge, weil Batterien kann man natürlich auch für Busse und LKWs, aber die hätten dann etliche Tonnen. Also wenn man das rein mit Batterie elektrisch speisen würde. Das ist eigentlich ein altes Prinzip, gibt es auch in einigen Weltgegenden noch, in einigen Städten Busse, die an Oberleitungen hängen, ähnlich wie Straßenbahnen. Und es gibt tatsächlich konkrete Projekte und Planungen in Zukunft. Das ist natürlich noch ein bisschen weiter hin. Ja, wir werden jetzt nicht in 5 Jahren die Hälfte der Autobahn Deutschland mit Oberleitung auf der rechten Spur versehen haben, aber das ist tatsächlich langfristig, wenn man die Klimaschutzziele erreichen will. Dadurch ist es eigentlich getriggert. Für den Güterverkehrsbereich ein wichtiger Beitrag, nicht der einzige, aber ein wichtiger. Aber klar, und das, wir haben zum Beispiel ein Material, das, wenn ich es mal rausgreifen darf, Kupfer ist wahrscheinlich in vielen Bereichen ein Metall, was durch neue Technologien, nicht das einzige, zumindest da in dem Bereich gewisse Zuwächse haben wird. Ja. Sowohl für die Fahrzeuge als auch Teil der Infrastruktur. Das ist zumindest ziemlich sicher, ja. Ja, dann zuerst nochmal vielen Dank an Matthias Buchert und für Ihre Fragen und Beiträge.